Hey, ihr Tierpräparationshasser, willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Ja, wir sind in Chief Irons Büro, da ist er, das Schwein hier. Und der jagt nicht nur gerne Tiere und stopft sie aus, sondern wie er sagt, sowohl auch offensichtlich gerne Menschen in seinem Tagebuch. So ein Ekeltyp. Naja, wir haben den Herzschlüssel bekommen und jetzt können wir uns hier ein bisschen weiter umsehen im Polizeirevier. Ob wir das jetzt wollen, ist die Frage. Die ist ein bisschen gefährlich. Mr. X ist uns nur auf der Spur und... ja, ich weiß auch nicht. Gehen wir erstmal in den Keller. Wir haben ja den Schlüssel bekommen fürs Herz, für den Herzraum. Oh, warte mal. Ich weiß, dass dort noch Fenster mit Zombies sind, deswegen hole ich mir ganz kurz mal die Bretter. Oder ein Brett zumindest. Sicher ist es. Sicherer ist es. Schon wieder irgendwo rumstapfen, ganz ehrlich, das ist so paranoid. Also man wird hier so paranoid. Arr. Hallo. Du willst gerne rein, habe ich gehört. Oh. Nee, lass mal. Warum finde ich eigentlich an jeder Ecke Pulver? Ich will nicht immer überall Pulver finden, das ist voll doof, weil... das nimmt nur Platz weg und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Noch nicht. Ich meine, ich weiß schon, was ich damit machen soll, nur weiß ich nicht... Let me out. Nee. Nee, lass mal. Wieder keinen Platz mehr, ne? Ganz ruhig bleiben. Ich hab gewusst, dass das passiert. Oh nein. Oh, diese Geräusche hier überall. Ich hab eben gedacht, das kommt schon wieder was. Warum habe ich nie Platz? Ja, wegen diesem doofen Granatwerfer wahrscheinlich, aber ich muss den einfach mitnehmen. Es geht nicht anders. Pistole lege ich auch mal weg. Das Messer lege ich doch auch mal weg. Nehm stattdessen lieber ein paar Brandgranaten mit, oder? Ja, besser ist. Heilung habe ich jetzt nämlich auch keine dabei. Schon ziemlich bescheuert gerade. Ja, hi. Schön, dass du vorher anklopfst, ja? So ein bisschen ironisch, lass mich raus, ja? Ich meine. Oh, ein tragbarer Tresor. Wir wissen ja schon, wie die Dinger funktionieren. Also das da, damit fangen wir am besten mal an. Das. Wir fangen damit an. Das. Also. Das. Ja? Scheiße. Nein. So, das war's schon. Und da ist eine Taste drin wahrscheinlich, oder? Ja! Oh! Nein, nein, nein! Ah! Fickfrosch! Ich hab's gewusst! Paul, ich hab keinen Platz für deinen scheiß Pulver! Konfiszierungsbericht! Haben wir schon wegen dem Safe, ich weiß. Kleiner Scheißer.
Ich glaube, es ist tot. Voll. Ich hätte einfach rausrennen sollen. Ist der X jetzt weg? Könnte ich mehr. Also, ich meine, es wäre jetzt eine Stelle gewesen, wo er eigentlich durch die Wand bricht und uns angreift, aber es war nicht der Fall. War wieder unnötigerweise getroffen. Sorry, ich muss leider nochmal runter. Ich überlege gerade, ich komme durch die Garage jetzt auch gar nicht wieder hoch ins Polizeirevier. Ich muss hier ins obere Stockwerk und dann schauen, wie ich da hinkomme. Aber bitte nicht, das mit der Wand ist übrigens noch nicht vom Tisch. Okay, jetzt wohl schon. Wie gesagt, mich wundert das. Wo ist er denn? Das ist schwer einzuschätzen, ob er jetzt hier auch so oft auftaucht wie bei Leon, weil da war er doch sehr, sehr hartnäckig. Der Blödmann. Fast ein bisschen zu hartnäckig für meinen Geschmack, aber gut. So, perfekt eigentlich. Ich habe noch so viel Zeug jetzt über. Hoch. Sehr wenig Kram jetzt eigentlich dabei, ha? Huh? Nur zwei Waffen und trotzdem bin ich fast wieder voll beladen. Das ist ätzend. Ja gut, habe ich die wenigstens voll. Wieder dieser Hut. Oh. Interessant, ich kann das Wasser abstellen, ja. Ich will erst was gucken, weil hier oben... Ja, guten Tag. Son of a bitch! Noch mehr Feuerpatronen, gut. Nein, nutzt doch den Schlüssel jetzt! Oh Mann! Was machst du denn? Oh! Hell is up with you. Der lebt doch noch, der Depp wieder, guck mal! Der macht wieder seinen Depp-Move! Okay, jetzt lebt er nicht mehr. Wollte nur sicher gehen. Kein Platz. So, ist auch wieder zu. Alles verschlossen hier. Aber hier war ich, glaube ich, auch noch. Also so gar nicht mit Leon. Ja, und ich brauche immer noch den Herzschlüssel. Was ist das denn hier für ein Raum? Hast ein Messer im Kopf. Ich habe auch keinen Platz. Meine Güte! Ich bin hier so... Ich bin hier so voll gebacken mit Zeug, du. Ich weiß echt nicht, wo ich überall hin mit so... Ich könnte jetzt tausendmal zurücklaufen zur Kiste. Aber ich habe so wirklich keinen Bock drauf, Kinder. Habe ich ehrlich gesagt null Böcke drauf. Lass mich raten, die Pumpe ist wieder rechts eingestellt. Ja. Oh, was? Der ist zugenagelt. Hey! Halte!
macht wieder so einen Aufstand hier. Ja, bevor er wieder aufsteht. Ja. Steht sowieso wieder auf, oder? Gleich. Das kotzt mich an, ich hab schon wieder keinen Platz. Für was brauchen wir diese ganzen blauen Kräuter bitte? Du brauchst im ganzen Spiel wahrscheinlich ein blaues Kraut in der Kanalisation später. Es ist so unnütz hier. Unnütz. Das ist Humbug. So, wo ist mein Freund Mr. X? Kommt er jetzt auch wieder? Ah! Hab ich's nicht gesagt? Du bist Schwein. Habe ich davor, dass ich das Feuer abstelle? Also, das Feuer ausgemacht habe. Du blöde Stinkmorchel. Ich will mich wieder nur rumscheuchen die ganze Zeit jetzt. Da. So. Unten liegt halt noch das grüne Kraut. So, warte mal, zwei machen MP-Munition. Ja, und normale machen Säure, also machen Säuregranaten. Also mit Cheesepulver und normaler gibt Säuregranaten. Ich weiß halt nicht mal, ob die wirklich was taugen, diese Säuregranaten. Das ist ja das Ding. Nee, komm, das ist vielleicht nicht so schlau, oder? Pistole, die werde ich halt auch kaum einsetzen können. Wegen des Platzmangels. Boah, ich hasse ihn. Wie viel normales Pulver habe ich denn eigentlich? Oh Gott, habe ich auch einen Partner. Ja, schon ein paar, ne? Nicht, dass er hier reinkommt, ehrlich gesagt. Das ist doch so ein... Ich weiß nicht, wo ich hin kann jetzt. Der rennt da oben die ganze Zeit rum. Der geht halt einfach nicht, oder? Da. Hätte ich gewusst, dass er unten ist, wäre ich schnell hochgegangen. Erst ein bisschen Regen, jetzt rieche ich mal nicht ab. Oben liegt noch so viel Zeug, was ich einsammeln muss, aber er ist jetzt halt gerade hier unten schon wieder, der Penner.
klasse. Komm ich nicht hierher, Mann. Dieser Arschkrampe, er ist weg, hoffe ich, oder? Ich hasse ihn. Wo ist er denn? Ich hasse diesen Mr. X. Vor allem bei ihm, also bei Leon war es ja nur einmal die Sache, dass er ihn verfolgt hat. Und bei ihr? Oh wow. Wo war er gerade? Das war ziemlich nah, oder? Der kommt jetzt aber nicht hier rein. So, den Schlüssel nehmen wir natürlich wieder mit. Ich glaube, er ist weg. Hey, das wäre lustig, wenn er jetzt einfach weg wäre. Also er ist es, aber zumindest nur für die nächste Zeit, schätze ich mal. So, da haben wir nämlich schon eins dieser Teile. Setze ich dann gleich mal ein, ha? Huh? Oh Gott, ich hasse es hier. Ich hasse es mit Mr. X. Das ist der langsamste Part der Videospielgeschichte hier gerade. Zumindest was das Spiel hier angeht. Ja, das ist schon so ein kleiner Albtraum, wenn er jetzt doch hier reinkäme irgendwie. Ich höre dich, du machst Krach, ne? Machst du gut. Da, gib mal so ein Teil hier, so ein Kontakter. Schon wieder über mir irgendwo, oder? Na gut. Was nehme ich denn mit? Ich meine, ich komme jetzt eigentlich schon wieder in die anderen Bereiche. Aber trotz allem muss ich erstmal an ihm vorbeikommen da oben. Er ist schon wieder weg. Coole Sache. Tatsache, er ist wieder weg. Bleibt doch hoffentlich ein bisschen so. Soll ich das mitnehmen, das blaue... Scheiß auf das blaue Kraut jetzt mal. Ich brauch den Platz. Und nicht immer nur für diesen selben Ranz zum Aufheben. Ah ne, das Messer habe ich noch. Das Messer nehme ich mit. Das Messer nehme ich mit. Oh ja. Dumm, durch die Tür kommt er nicht durch, weil die ist verschlossen. Und wenn er die Tür jetzt auftreten würde, dann wäre das ein bisschen... Ja, nicht, ich würde nicht sagen Game-Breaking, aber da würden wir uns auf jeden Fall viel, viel Zeit sparen. Das wär seltsam, wenn er einfach verschlossene Türen auftreten könnte. Auch wenn es halt logisch ist eigentlich, aber gut. Einfach mal den ganzen Heli hier zur Seite geschoben.
hier. Ach toll, da steht schon wieder Kraut, was ich nicht mitgenommen hatte. Oh, und ein Brett, was ich nicht mitgenommen hatte. Herz allerliebst. Shit, shit, shit. Ruhig bleiben. Geh einfach unten lang, weil ich cool bin. Ha! Einfach unten lang gehen. Oh, Leute, was soll ich sagen? Ich habe so keinen Bock auf diesen Stinkstiefel. Aha. Der dumme Zombie, der wäscht mich jetzt nicht nochmal, oder? Nee, der liegt auf dem Boden. Klar. Ich hätte jetzt gedacht, der macht mir Ärger. So. Jetzt gehe ich erstmal hier oben durch die Bibliothek zu den Stars. Da ist nämlich auch noch das Karo-Schloss, das letzte. Bitte erschreckt mich jetzt nicht. Ihr bleibt alle schön tot. Sagen, aber da ist so ein Zombie drin. Ruhig bitte. Ganz ruhig bleiben. Keiner will Ärger. Ah, endlich. Ach du mit deinem blöden Pulver immer. Der zweite Taschensafe. Okay. Okay, ich fange mal hier an, glaube ich. Da. Da fangen wir hier an. Da. Nee, hier anfangen. Da. Nee, fangen wir hier an. Da. Ah, verdammt. Okay, haben wir. Jetzt haben wir die letzte Taste und können uns endlich alle Items holen. Dann habe ich wieder mehr Platz. Ah, schön. Dann komme ich nochmal her und sammle alles ein, wahrscheinlich. Wenn er uns nicht wieder nervt, unser heißgeliebter. X-Nasenmann. Beim coolen Hut. Ich frag mich halt, ob er jetzt wirklich, also echt berechnet rumrennt überall und uns sucht, oder ob das jetzt wirklich immer so zufällig ist, wo er auftaucht und dann genau da ist, wo wir sind. Dass es ein bisschen spannend bleibt, ne? Weiß man's. Oh ja. Oh, da war wieder einer unserer super Freunde. Die super Licker. So, also würde ich sagen, entwickeln wir erstmal ganz kurz den Film. Offensichtlich, den brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ja, DCM, den haben wir schon. Ja, klasse, jetzt ist er genau draußen. Vor der Tür. Die kann ich ja stacken, warum wusste ich das nicht? Alles klar. Bah.
Hab ja keinen Bock auf Zuschauer. Ja, wie schön sie brennen, die Viecher. Ich versteck mich wieder. Oh Leute, ich hab so eine Angst. Der Part ist total scheiße. Ich hab mich nur in Ecken versteckt und hatte Angst. Aber ich wurde nicht einmal erwischt von ihm. Das ist schon mal was wert. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Liken und Kommentieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Für den Fall das, ja. Danke und bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 2, dem Remake. Ciao, tschüss.